Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Beginn dieser Legislaturperiode haben sich uns viele neue Herausforderungen gestellt. Das aggressive Vorgehen Russlands in der Ukraine, der IS-Terror und die Flüchtlingskrise. Diese neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen bringen massive Belastungen für die Soldaten der Bundeswehr mit sich. So haben wir hier im Hohen Haus neue Mandate beschlossen, die Ausbildungsmission im Irak, der Anti-IS-Einsatz in Syrien, die Mittelmeermission EUNAVFOR MED-SOPHIA. Wir haben den Einsatz in Mali aufgestockt und gleichzeitig laufen die Einsätze in Afghanistan und im Kosovo weiter. Zudem haben sich andere Verpflichtungen aufgetan, wie das Air Policing im Baltikum, die NATO-Speerspitze, der NATO-Einsatz in der Ägäis und auch die Flüchtlingshilfe, zu deren Hochzeiten bis zu 9.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz waren. Daher ist es fast erstaunlich, dass 2015 300 Eingaben weniger beim Wehrbeauftragten eingegangen sind als im Vorjahr. Nichtsdestotrotz sind wir dankbar für alle diese Eingaben, da sie wichtige Anregungen für unsere Arbeit sind. Und viele der Eingaben betreffen die materielle Ausstattung der Bundeswehr. Der langjährige Sparkurs, der dann schließlich im dynamischen Verfügbarkeitsmanagement gipfelte, hat an vielen Stellen zu Unmut und Unzufriedenheit bei den Soldaten geführt. Aber damit, meine Damen und Herren, ist jetzt Schluss. Wir haben gemeinsam mit unserer Ministerin Frau von der Leyen die Trendwende eingeläutet, sowohl materiell als auch finanziell. Und es ist eine gute Nachricht, meine Damen und Herren, dass der Verteidigungshaushalt im Jahr 2017 um 6,8% ansteigen wird. Denn unsere Sicherheit und die Sicherheit der Einsatzkräfte sind das wert. In diesen unsicheren Zeiten braucht die Bundeswehr eine moderne und bedarfsgerechte Vollausstattung. Und die Bundeswehr braucht auch gute Köpfe. Wir haben im Bericht des Wehrbeauftragten gesehen, dass viele Eingaben auch die Personallage betreffen. Ja, aktuell sind 8.000 Stellen unbesetzt. Mit der Agenda Attraktivität sind wir hier auf einem guten Weg. Und wir werden künftig auch noch mehr tun müssen, um Personal zu gewinnen und Personal zu halten. Und oft sind es hier die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. So ist es gut, dass wir bei der Feldpost jetzt Verbesserungen erreichen konnten. Und ich bin wirklich froh, dass wir endlich eine gute Lösung gefunden haben für die Soldaten im Einsatz beim Internet. Denn gerade auf einem langen Auslandseinsatz ist es wichtig, dass man den Kontakt zur Familie halten kann. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz ausdrücklich allen Familienangehörigen und Freunden unserer Soldatinnen und Soldaten danken, die eine wichtige Stütze sind und einen großen Teil der Einsatzlast mittragen. Sehr geehrte Damen und Herren, trotz der hohen Belastungen der Bundeswehr müssen wir sie auch für neue Herausforderungen rüsten. Und deshalb ist es richtig und wichtig, jetzt die Cyberfähigkeiten auszubauen und noch stärker aufzubauen. Wir müssen aber auch an neue Gefahren denken, wie die Terroranschläge in Paris und Brüssel. Diese schrecklichen Ereignisse mahnen uns, dass auch wir darüber reden müssen, welche Möglichkeiten wir für einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren für den Fall solcher Katastrophen haben. Und da möchte ich auch die Bitte an unseren Koalitionspartner richten, dass wir darüber reden. Jetzt, mit kühlem Kopf, dass wir mit kühlem Kopf darüber reden, Herr Arnold, bevor Gefährdungslagen eintreten. Denn wir brauchen zukunftsfähige Sicherheitsstrukturen und wir brauchen eine starke Bundeswehr. Personal und Material sind hierfür entscheidend und das gehen wir an,
damit unsere Soldatinnen und Soldaten nicht weiter belastet, sondern entlastet werden. Vielen Dank. Applaus.